Ich wollte eigentlich schon im letzten Part weiter aufbrechen, aber tatsächlich gibt es noch etwas zu tun. Ich habe nämlich die große Erleuchtung bekommen, wie man nach Saffronia City kommt. Nicht durch einen Kommentar, sondern, naja, anscheinend soll man etwas später nach Saffronia City und das hat auch so seine Gründe. Dort ist nämlich die Sylph Corporation, wo ich ja eigentlich schon ganz früh hin wollte. Aber ich glaube, wenn wir da hingegangen wären schon ganz früh, dann wären wir ziemlich untergegangen. Deswegen ist die Reihenfolge, die wir jetzt machen, die richtige und solltet ihr auch so machen. Warum ich jetzt meine Pokémon heile? Boah, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade mache. Ich wollte eigentlich zur Pokémon Box. Weil ihr wisst ja, was wir in der Sylph Corporation erhalten. Genau, unser sozusagen letztes Teammitglied und das wird Lapras sein. Damit hätten wir alle Typen abgedeckt. Und dann, ach Gott, ich dachte schon, ich wäre hier auf dem Touchscreen. Ach, schon wieder dachte ich, ich wäre auf dem Touchscreen. Ich glaub's ja nicht. Ach Gott, ey. So, wir packen jetzt auch erstmal Mankey auf die Bank, weil, naja, wir brauchen den einfach nicht mehr. Deshalb, ja. Machen wir es einfach so. Ich habe jetzt gerade nicht die richtigen Worte gefunden. So, und dann gehen wir auch wieder zurück. Ihr kennt ja schon die Geschichte, wir sind ja schon, glaube ich, 15 Mal lang gelaufen. Oh, dieser Tier riecht so lecker. Ach, kann ich ihn haben? Ach, das ist nett, danke. Oh, ich halte die Tee mit den Anwächtern. Ja, und jetzt kommen wir immer nach Saffronia City. Schon echt nicht schlecht. Ja, und hier unten ist die Sylph Corporation. Man sieht auch schon, Team Rocket ist hier überall. Das ist schon, ja, ziemlich krass. Und dann, wir werden auch jetzt nicht alles machen, weil tatsächlich alle Trainer, die da vorkommen, hätten das Niveau von uns gehabt damals. Also die haben wirklich nur Pokémon Level 25 oder so. Deshalb brauchen wir das gar nicht jetzt versuchen. Wir gehen nämlich einfach schon mal ins fünfte Stockwerk. Und werden da, ja, ich werde euch jetzt einfach mal direkt den ersten Trainer zeigen, was da für ein Level ist. Damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, warum ich das jetzt hier nicht alles dann direkt mache. Wir werden mit D-Ball kämpfen. Wir hätten ja auch im letzten Part Koga bekämpft. Und ja, das war auch, denke ich mal, ganz erfolgreich. Warte mal, irgendwie bin ich hier falsch. Warte mal, gehen wir noch mal ganz kurz einen Stockwerk runter. Ja, jetzt bin ich richtig. Genau. Weil wir brauchen den Schlüssel, um durch diese Türen zu kommen. Und den bekommen wir hier im vierten Stockwerk. Magneton. Na gut, das war natürlich jetzt nicht so gut, dass wir dann da gewechselt haben. Ja. Ist natürlich schlecht jetzt mit Drifty. Also ich könnte tatsächlich nochmal überlegen, ob wir uns vielleicht doch nochmal Machomai holen. Weil ich glaube, durch ein paar Tricks könnte ich das vielleicht hinbekommen. Weil man muss ja da tauschen. Aber naja, heutzutage gibt es ja dann auch so ein paar Tricks, wenn man dann da hin und her tauschen kann. Also ich glaube Gengar und Machomai. Ich glaube, die beiden Pokémon holen wir uns noch. Und ich glaube, dann wäre unser Team perfekt. Dann bräuchte ich auch keine legendären Pokémon. Ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, nachdem wir jetzt hier die Sylph Corporation gemacht haben, werden wir uns dann wirklich schön ausrüsten mit Lapras, Gengar, Machomai. Und hätten wir ein echt richtig stabiles Team mit, ja, Lurak, Raichu, Lapras, Gengar, Machomai. 5 Pokémon. Und das reicht auch vollkommen aus. Also da brauchen wir wirklich kein Pokémon mehr. Ja, okay, vielleicht noch ein Boden-Pokémon. Aber das ist, denke ich mal, jetzt auch noch nie ein Problem gewesen. Da für die Elektro-Pokémon, die haben eh immer eine schlechte Verteidigung. Deswegen ist das gar kein Problem. Ja, wie ihr seht, Level 26, überhaupt kein Problem. Braucht man gar nicht erst beachten. Aber Geld geben sie wieder ganz gut. Das ist das einzig Gute eigentlich an der Sylph Corporation hier. Ich hatte ein Kind auf dem Gebäude herum. Ja, und hier bin ich. Guten Morgen. Arbok Level 33. Also ich glaube, die Rüpel haben dann doch ganz gute Pokémon. Können wir uns ruhig mal angucken. Weil ich wollte ja eh noch die Sylph Corporation und einfach in dem Part komplett packen. Es kommen zwar noch zwei große Fights. Okay, machen wir erstmal die zwei großen Fights. Und dann werde ich nochmal vielleicht zurückgehen und ein paar
Trainer besiegen. Aber naja, Training ist auch kein Problem, weil wir können ja auch vorspulen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch dann tun. Level 40 für Levi, sehr schön. Schluss aus. Ja, leider, leider. So, da wollen wir natürlich noch nicht hin. In das 8. Stockwerk, das ist ein bisschen zu weit. Wir holen uns nämlich hier den Türöffner. Gar nicht die Schlüsselkarte. Und gehen jetzt noch einmal ein Stück zurück. Dort hinten gibt's noch irgendwas. Ein Rüpel. Können wir ruhig einmal bekämpfen, um zu gucken, ob der auch so ein großes Level hat. Ja gut, wenn die nur einen Pokémon haben, ist das natürlich klar. Level 33. Hm. Und es wird später dunkel, sehe ich gerade. Das ist ganz schön. Ich mag den Sommer doch lieber. Aber eigentlich so zwischen Frühling und Sommer bin ich eher so ein Fan von. Also heute war richtig gutes Wetter. Ich glaube, da waren so 10 Grad. Aber richtig schön Sonnenschein. Kein Wind. Sonnenschein und 10 Grad. Perfektes Wetter. Auch für Fußball. Leider war der Platz in der ersten Halbzeit ein bisschen gefroren, aber sonst war das wirklich perfekt. Kann man mitnehmen. Kann ich nicht empfehlen. So. Okay, dann einmal hier rein. Protein mitnehmen. Und wieder zurück. Und zwar einen Aufzug und dann gehen wir in das 9. Stockwerk. Gibt hier natürlich noch ein paar mehr Stockwerke, aber ja. Ich denke mal, wenn wir den Boss besiegt haben, wird er aber eh weggehen. Also wird es tatsächlich nicht so gut funktionieren. Das sind 3 Items? Wow. Bin ich überhaupt richtig? Ich bin so fremd hier. Puh, ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, hier bin ich wieder richtig. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich mich um ein Stockwerk die ganze Zeit vertue. Das ist ein bisschen komisch. Aber naja, egal. Golbat. Auch ein sehr interessantes Punkt. Tatsächlich gibt es auch viele Leute, die X-Bat mit ins Team nehmen. Also so dumm ist das sogar gar nicht. Zwar weiß ich nicht, was man mit Giftflug so viel anfangen möchte, aber es gibt anscheinend solche Leute, die das gerne haben. Ich würde es jetzt tatsächlich persönlich nicht nehmen, aber wie gesagt, wenn es Leute ganz passend finden, dann sollen sie es machen. Sehr schön. Traumatus One-Hit ist auch eine Seltenheit eigentlich. In seiner kranken Defense. Und jetzt kommt noch die krankeste Defense von allen. Also wenn du den One-Hit ist, dann sind wir wirklich gut vorbereitet für den Kampf gleich. Schade. Aber schon mehr als sonst. Das ist schon nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob wir es in 7 Minuten schaffen, die weiteren Trainer noch zu besiegen. Ja. Werden wir schon schaffen. Weil wir sind jetzt eigentlich schon so gut wie da. Hier gibt es jetzt nur noch eine Heilerin. Sehr schön. Danke dafür. Gib nicht auf. Okay. Ich werde mein Bestes versuchen. Ja, Bro, also wenn er so einen Tunnelblick hat, dann kann ich auch nichts machen. Die Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Mhm. Dich nicht, oder was? Das tut mir natürlich leid. Soll ich das mal ganz kurz vorspulen, weil ein Level 28 Fight will jetzt, glaube ich, hier niemand mehr sehen. Warum überlebst du das? Hat er etwa die gleichen Punkte wie der andere Typ da? Nee, nicht wirklich, aber ich werde jetzt mal zu Rüti wechseln. Und dann... Oh, obwohl... Ja, hätten jetzt die Wahl. Nee, haben nicht... Oh, warte mal. Nee, haben wir nicht. Okay, komm, die bei. Versucht noch mindestens Level 41 zu erreichen. Sehr schön. Und Lua konnte sogar noch Level 42 erreichen. So, die Team Rocket-Mitglieder haben gute Pokémon, aber dafür wenig Geld. Und die Professoren haben schlechte Pokémon, aber dafür viel Geld.
Auch nicht schlecht. Ein guter Ausgleich. So. Und hier finden wir noch einen Hypertrank. Auch kein schlechtes Item natürlich. Und dann gehen wir auch hier durch und treffen uns mit dem Rivalen. Guten Morgen. Das hat dich aufgehalten, Benny. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Ich schätze, dass die Rocket dir ganz schön zusetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du besser geworden bist. Wer weiß. Und höchstwahrscheinlich schaffen wir nur noch den Rivalenfight dann in diesem Part. Schade. Ich schaffe tatsächlich weniger, als ich vorhatte. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Rutsuki wird jetzt auch nicht dein Ende retten. Ich habe mindestens 4 Parts aufgenommen, also ich wollte ja eigentlich 5 aufnehmen. 4 Parts sind okay. Joa. Fukano, ja, geil. Dann kann, darf Tendo scheinen. Komm, Junge. Das schaffst du. Und dann werde ich mir auch nochmal informieren, wo man dann nochmal Fukano... Ach, dann werde ich mir mal informieren, wo man Apollo und sowas bekommt. Damit wir halt dann Gengar kriegen und Machomai, ne? Ihr kennt den ganzen Shiat. Natürlich ist es schneller als das Relaxo. Leider habe ich ihm noch die hat noch nicht die Flinkklaue gegeben, aber ich wollte die Flinkklaue ja eh Lapras geben. Schade, er hat leider den Hypertrank nicht für Fukano eingesetzt. Dafür hat er den ganz gar nicht noch irgendwie bei Turtok oder so. Den müsste ja Turtok haben, wenn das jetzt schon Level 38 war. Wo ich glaube, wir haben schon mal gegen Shiki Level 20 gekämpft. Also hier kann, glaube ich, alles passieren. Owei ist ziemlich komisch, weil es gibt ja auch Kokobei. Also die Weiterentwicklung. Und der ist auch noch dann Pflanze Psycho. Aber sind die auch schon Pflanze? Achso, okay, ja. Dann ist ja okay. Gut. So, Level 42 für Drifty, aber ich denke mal, jetzt kommt Turtok. Yes. Boah, nur um diesen Namen zu lesen, ist schon wild, wirklich. Da ist es, Donnerblitz. Wie viel Schaden machst du? Hälfte? Boah! Starkes Ding. Was? Aquaknarre? Nicht mal Aquawelle? Einfach nur Aquaknarre? Boah, und ich habe das Gefühl, ein Surfer hat uns gekillt. Alter, Turtok ist schon echt krass. Ich glaube, wenn wir auf Zapdos treffen, ich frage mich doch, ob ich dann Zapdos nicht durch D-Ball ersetze. Naja, D-Ball hat echt schon schlechte Verteidigungsstats. Naja, ich muss das nochmal vergleichen mit Zapdos und mich dann nochmal entscheiden. Müssen wir halt einfach mal gucken. So, Simsala, oh, ist nicht down. Seine Attacke raus. Ja, das ist ja schon richtig schön. Und hilft ihm hoffentlich richtig weiter. Boah, da freue ich mich aber echt für Simsala. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Also Benny, ich ziehe dann weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Hier als Pokémon-Liga gehen, dann werde ich Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Benny, und trainiere schon weiter. Ciao. Ja, das ist schon gar nicht mal so uncool. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part vom Pokémon-Verruf, wo wir dann gegen den Boss kämpfen und das neue Team ausstellen. Bis in jetzt haut rein und dann ciao.